Und da sind wir wieder bei Minecraft Project Ocean 2 mit dem Black und Galacticraft. Und er kann sich wieder bewegen, hoffe ich. Halbwegs. Ja, okay, Aber gut. erstmal hi. Und wir bauen weiter an unserem, nee, nicht an dem Ding, an dem Ding. So. Oxygen Vent. Das Ding hatte ich, glaube ich, gerade noch fertig gebaut. Nee, noch nicht ganz, aber fast. Da fehlt nur noch. Was fehlt denn da eigentlich? Ach ja, Postil. So, damit haben wir den Vent fertig. Das Ding haben wir ja auch. Das Aluminium haben wir. Den Tin-Kanister haben wir auch. So, dann müssen wir diesen Oxygen-Fan Willkommen in der bauen. Aufnahme. Wer ist, wen dürfen wir begrüßen? Na, den Scanner natürlich. Ah, hallo Skender. Bronze haben wir auch vier. Übrigens, hättest du das jetzt niemand verraten, ne? Der Ren hat die Ansagen von TeamSpeak ausgeschaltet. Das hätte niemand mitbekommen. Da würden aber einige tolle Kommentare deinerseits fehlen. Das ist so richtig. Und das wollen wir ja niemanden vorhalten. Vorhalten oder vorenthalten? Sowohl als Ja. auch. Du hast mich doch heute mittlerweile schon so etwas. Wir haben heute wieder so einen Aufnahmesession-Tag, das habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Und ja, wir haben heute schon so unseren Spaß gehabt. Wieso Mal macht ihr gucken. sowas immer dann, wenn ich nicht da bin? Na, wir dachten, du schläfst noch. Gut, könnte durchaus möglich sein, ja, aber trotzdem. Komm. Bei dem wenigen Schlaf, den du in letzter Zeit bekommen hast. Ich sag ja, könnte durchaus möglich sein. Na, wir haben ein bisschen umgebaut, notgedrungen teilweise. Was? Gold, Dann Silikon, Redstone und eine Torch. werde ich wohl in der nächsten Aufnahme auch wieder mit dabei sein, aber jetzt erstmal meine Klappe. Okay. Nein, wir haben was festgestellt, was Transfer Nodes angeht. Oder eher ich gerade eben. Na? Das Schlimmste, was man bei Transfer Nodes machen kann, ist Speed-Upgrades reinzumachen. Hätte ich dir sagen können. Du warst nicht da. Also habe ich die ganze Das Zeit Speed-Upgrades gebaut, weil ich wollte, dass es funktioniert. schon ein Und bisschen bekloppt, oder? es wurde irgendwie immer weniger. Ja, es ist, ne? Redet man nicht drüber. So. Jetzt fällt mir gerade ein, habe ich wieder was vergessen? Natürlich habe ich wieder was vergessen. Ach ja. Also wenn die Folge wieder zu lang, zu kurz oder nicht in dem richtigen Rhythmus ist, bitte ich dies zu entschuldigen. Aber mein Gedächtnis hat wieder nicht so weit gereicht, den Timer zu starten. Glaube, da gibt es auch Mods für Minecraft direkt hinter. Ja, naja, mal gucken. So, oh, drei Basic Wafer haben wir jetzt schon fertig. So, dann bauen wir mal zusammen. Also, wir wollen zuerst den Fan bauen. Das heißt, in jeweils eine Ecke das Zeug und das Zeug und das. Da haben wir unseren Fan. So, Alu, das Ding, das Ding, das Ding. Was kommt da unten rein? Achso, die Götze. Und da haben wir das nächste Gerät fertig. So. Was macht der Loader? Oh Gott, ja. Okay, so gut, ja. Man sollte lesen können. Hast du was falsch gebaut? Nee. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, warum der den Machine Frame nicht im QED macht. Lass mich raten. Er ist nicht im QED. Richtig. Glowstone, 16 Mal bitte. Und 16 Sticks dazu. Also die Bauart von den außerirdischen, also von den exterrestrischen Lampen gefällt mir.
Fertig. Ich schnapp mir das, die letzten drei Plastik-Sheets mal. Ja, kannst du machen. Ich darf jetzt mit dem Oxygen Sealer weitermachen. Oxygen Sealer. Gucken, wie der geht. Ach du grüne Neune. Was ist? 2 Oxygen Concentrator, eine Machine Frames, 2 Fans und 4 Compressed Iron Gears, okay. Na, ist bloß wieder ein Haufen Crafterei, sehe ich gerade. So, also brauchen wir hier 8 Steel. Also 16. Gucken wir mal, ob vielleicht was Sinnvolles drin ist. Ich weiß, sinnvoll und in diesen Kisten schließt sich leicht aus, aber naja. So, also Steel 16. Brauchst du den Kompressor? Warte nicht. Hast Glück. Da blockieren wir dir mal eine Runde. So, haben wir das. Dann brauchen wir 2 Bronze, also 4. Und 4 Elektro-Tein-Alloys. Und 20 mal Tin. Hast doch gerade nicht viel zu tun, oder? Doch, ich presse gerade noch ein neues Zeug. Okay. Wieso? Ich bräuchte noch mal einen, warte, einen Atomic irgendwas, Atomic Alloy. Ja, mach mir den Capacitor und ich mach dir den Rest. Na, ich muss dann eh klein machen. Mach ich ihn mit, glaube ich. Dunkel, Es sei denn, du bist klar. schneller an der Stelle wie ich. Da kannst du mehr eben mitmachen. Übrigens hast du dich verzählt. Wieso? Wir brauchen nicht viel 4 Steel Casings, sondern 8. Das Glas brauchst du zweimal. Oh. Und pro Glas sind es 4. Kommt doch bloß ein Glas raus. Kam da nicht irgendwie mehr raus? Stimmt, 4 Gläser. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich verzähle mich häufiger mal. So. Tin Fange haben ich schon mal wir. mit dem Capacitor an. Na komm schon. Was brauchen wir dann hier? Brauchen wir noch mehr Tin? Boah, Leute. Unsere armen Tin-Vorräte, die sind schon um 1000 gesunken. Da könnte ja Scanner, weil wir hier die ganze Zeit immer das Gleiche machen, ja auch dann seine Baufortschritte mal zeigen. Wäre eine Idee. Weil Black und ich zeigen unseren Zuschauern schon gerade seit, keine Ahnung, gefühlt 5 Folgen craften. Was mache ich denn hier? Blödsinn? Runter. Ich will an dem Crafting Table, wo gehe ich hin? Alloy Smelter. Okay, das ist ja wirklich komplett daneben. Denn nicht mal ansatzweise nebeneinander. Kann man ja Ja, noch ich nicht mal weiß. sagen, möglicherweise kann man es ja auch verwechselt haben. Nein. Aber ich muss jetzt wieder runter, weil ich Red Alloy brauche. Schon wieder alle? Welche Stück sind noch da? Ich weiß nicht, ob das reicht. Unten am Ofen müssten noch welche sein. Ich habe nur vor uns welche eingeschmolzen. Ne, da ist leer. Mach ich ja Ach, gerade. oh, schon wieder alle. Nee, ich bin hinten Mann am Ofen. Unter den Ofen. Ah, nee, der zieht ja automatisch rein. Vergiss es. So, die Götzen habe ich schon mal. So, jetzt brauche ich Nein. Oxygen Vents. Ja, Steel. Hier unten ist nichts. Oben im Diamantofen auch nicht. Dann ist es alle. Er ist nie drauf gekommen, du. Ja, ich weiß, deswegen sage ich es dir ja. Brauchen wir denn?
Dumm, die dumm. Du brauchst auch noch so ein Atomic Core, Alloy. Nö. Oder? Nö. Nicht mehr. Nö. Hast du dir den aus dem System genommen? Nein, den hast du verbraucht. Ich war noch nicht mal da. Ich habe keinen rausgenommen. Ohne Witz. Da noch drin sein oder was? Vermutlich dann ja. Ja, der ist noch drin. Das heißt, nur ich brauche die. Ich baue gerade Lüftungsgitter. So, haben wir das auch. Factoring Machine Block. Hast du den schon gebaut für dich? Naja, den habe ich schon. Okay. Auch ein Capacitor, das ist einer. Okay. Ja. Sag bloß, du hast wieder alle. Nee. Ich wollte dich gerade freundlich fragen, warum du alle Energetic Alloys alle gemacht hast. Hab ich nicht. Ja, ich hab's ja festgestellt. Aber erstmal angiften. Ja, klar. Wie sieht's mit Red Alloys aus? Was? Ne, da sind noch zwei drinne. Kannst dir gerne nehmen. Ich brauche immer noch vier. Ne, Becher. sechs. Oh Gott. Ja. Ja, ich mach kleinen Stack. Ist ja nicht so, dass wir Nummer keinen Redstone 8. haben. Ach, da kann ich achten. So, hops, hops. Mach grad schon. Was machst du jetzt schon? Red Alloy. Genug? Genug? Kann auch sein, dass ich einfach das Brain AFK bin. Und dann brauchen wir noch Glas, 4 Stück. Ach, genug. Ich weiß nicht, reichen 16? 6 reichen mir. 4. Ich habe mich jetzt genau um eins verzählt. Das jetzt, ich habe nur 5 von dir, oder? Nee, du kriegst ja dann deine 6. Wo bist du 6? eigentlich? Bin gerade unten. Kannst du schon deine 6 abholen? Muss ich hier runterkommen? Kann nur hochkommen. Ich bin jetzt eh fertig hier unten. Ich habe 12. Merci. Merci beaucoup. So. 1, 2, 3, 4. Ach so, wenn man Zeug abruft, sollte man es auch aus der Kiste nehmen. Sollte man. Hab Habe ich gehört, das soll gesagt? die Sache vereinfachen. Wie bitte? Muss ich wieder zählen. Und zwar, wie viele Capacitor ich brauche. So, eins, eins, zwei, vier. Ach, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten zwischen den letzten zwei Aufnahmen. Und was? Den Assembly Table an die große Stromquelle anschließen. Ja. Ach so, das ist ja gar nicht das Teil, was da rein muss. Das muss ja noch mal weiter. Da muss ja noch 4x Iron Bar und 4 Steel ran. Das hatte ich ja schon wieder vergessen. Schnell vordrängeln, bevor der Black alles blockiert. Ich mach gar nichts. Der Capacitor herzustellen. Ja, Ja, genug. genau deswegen habe ich mich ja vorgedrängelt beim QED. Lass die Zeit. So, jetzt haben wir das, okay, und dann muss da noch mal rein Plastic Sheets und Electronic Steel. Gold sieht gar nicht mehr so gut aus, wa? Ja, wir sind die Räuber noch ein bisschen, habe ich den Eindruck. Müssen wir mal ein bisschen in Nether gehen, da haben wir ruckzuck wieder weg's. Weil ja bei Netherrack 100% Drop-Chance ist. Ernsthaft? Ja. Ja. Yep.
wussten wir am Anfang nicht und deswegen haben wir uns am Anfang gefragt, wie zur Hölle man an Gold kommen soll. Ja, und haben stundenlang über Nacht das Zeug laufen lassen, bis dann irgendwann mal durch Zufall rauskam. Also wir konnten übrigens in Nether, ja? Nicht so, dass wir nicht hingekommen wären. Ja, wir wussten nur nicht, dass man das Netherrack sieben muss. Wir hatten auch Netherrack, war alles kein Problem. Ja, ja. Nur niemand hat es uns gesagt. So, schon fertig. Da wäre so eine Stimme aus dem Himmel oder aus dem Nebenraum oder woher auch immer man nicht gewesen. Jo. Was? Ja, die uns sagt, dass man aus Netherrack mit 100% Gold rauskriegt. Warte, ich kann mein Mikrofon mal umdrehen, da hört sich das anscheinend so an. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber jetzt bloß wissen wir ja das ja schon seit Wochen. Übrigens habe ich unsere Siebanlage etwas modifiziert. Geringfügig. Ja. Und wie? Wirst du schon sehen. Will ich sehen? Wahrscheinlich nicht. Ich sag okay, mal so, unser Automatik-Sieve hat jetzt einen Stromverbrauch von 2850 AF pro Tick. Also ganz viel Fortune. Auch. Ja, das sind die teuren, deswegen. Hey, Herobrine war's hier. Gut zu wissen. Ja, mal wieder. Ja, unten beim Alloy-Smelter. Da ist er häufiger mal. Ja, ja, das taucht bei den Ender-IO-Dingern manchmal auf. So, Compressed Iron. Dann haben wir es fertig. Dahin. 16. Müssen wir auch bald mal wieder ein paar explodieren lassen. Was? Iron für Compressed Iron. Du kannst das auch über die Chamber machen, aber ich finde das mit dem Explodieren besser. Hast mehr Wumms. Genau. Übrigens kannst Scander ja dann deine Umgestaltung noch beichten. Meine. Oh, jetzt kommt's. Ja, ich müsste beichten, dein Bruder hat gestern ein paar Creeper hochgejagt. Was? Vor der Mauer. Wie tut er sowas? Er brauchte Creeper-Köpfe. Aber keine Sorge, ich habe das Loch unter der Sicherheitsmauer gestopft. Oh! Ah ja. Was ist denn das? Ein Small Wizard Tower Ruin. Was? Hast du es bekommen? Structure Generator Small Wizard Tower Ruin. Gib her, gib her, gib her. Vergiss es, das probier ich selbst. Ich würd's nicht hier machen. Ich würd ganz weit außerhalb gehen. Ja? Ja. Soll ich dabei sein? Ja, und dann, damit schließen wir unsere heutige Folge auch ab. Die Zeit ist nämlich rum. Bauen wir am besten bei unserer Achterbahn, oder? Was heißt denn da? Nein. Ich? Nein. Weiter weg? Ne, da hinten will er dann das Scanner bauen. Komm mal hier hin. Ja, bumm. Und? Ja, ich denke, hier passt's. Oder? Wenn nicht was rauskommt. Tja, ein kleiner. Wow. Ein kleiner, genau. Ja, ein kleiner Turm. Kann man das looten? Wo ist was zum Looten? Hier drinnen irgendwo, wenn du Glück hast. Ihr habt Probleme. Hier ist nichts zum Looten. Ja. Ach, muss bloß richtig gucken. Muss da mal gucken. Irgendjemand macht hier alles kaputt? Okay, hier drin ist nix. Hast du Pech gehabt. Sag ich doch! Ne, manchmal hast du da auch Sachen drin, wie zum Beispiel die Pedestrian neben unserem System. Die habe ich aus solchen Dingern. Ja, also mit dem Blick auf einen kleinen Turm, Zitat Ende, verabschiede ich mich für heute. Und hoffe, deinem kleinen Turm. Ja, ist ja okay. Hoffe, ihr hattet auch etwas Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn ihr dann diesmal aber wirklich aus Scanners Sicht euch den ganzen Spaß mal wieder anschauen dürft. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.